Hallöchen ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Es handelt sich um Fallout 4. Ja, ich weiß, ich bin da schon ein bisschen hinten nach. Das Spiel ist schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Aber ich habe da noch ein paar Projekte gehabt, die ich unbedingt gerne fertig machen wollte. Und ich freue mich irrsinnig, das Spiel spielen zu dürfen, zu können. Ich muss aber auch gestehen, dass ich überhaupt noch nie in irgendeiner Weise ein Fallout-Spiel gespielt habe. Wie kannst du es wagen, Zocki? Ja, ist leider so. Das Spiel ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ganz heimlich, still und leise. Aber jetzt, besser spät als nie, wird es in Angriff genommen. Mit einer Vorfreude, die genauso groß ist, wie ich es bei Skyrim habe, / hatte, nein, habe. Denn ich muss gestehen, ich habe mir erlaubt, ein paar Let's Plays anzuschauen. Kein vollständiges, aber nur mal so zum Reinschmökern. Und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Die vielen Crafting-Möglichkeiten, das ist ganz schön laut jetzt gerade momentan, ne? Die ganzen Crafting-Möglichkeiten, das Kochen und so weiter und so fort. Ich liebe es. Und ich hoffe, ihr mögt es auch. Wir werden hier eine Welt entdecken. Groß, größer, am größten hat man das Gefühl. Deshalb möchte ich auch gerne 40 Minuten Parts machen, damit man ordentlich was zeigen kann, was erleben kann. Denn 20 Minuten sind halt schon verdammt knapp. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, ich hoffe ihr euch auch. Und ich werde jetzt nicht unsere kostbare Zeit weiter verschwenden, wir starten einfach das Spiel. Also, drücke eine beliebige Taste zum Starten. Gerne. Ihr seht schon, da steht weiter. Das liegt daran, dass ich schon einige Probeaufnahmen gemacht habe, um für mich, für euch, für uns alle eine gute Mischung meiner Stimme, eine gute Mischung des Spiels da zu bekommen. Ja, ganz einfach. Und ich würde sagen, Neubeginn. Und Enter. Müssen ein bisschen warten. Ich hoffe, die Ladezeit ist nicht allzu lang. Aber was ich so mitbekommen habe, ist es ungefähr so wie bei Witcher 3. Also ich denke mal verkraftbar, in Klammer hoffentlich. Ja. Ich will nicht, dass es lädt. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter.
der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Fein, da sind wir schon bei der Charaktererstellung, ne? ja, ich habe ja vor, den weiblichen Part zu spielen. Ja. Oh, bewege die Maus, während du Maus 2 gedrückt hältst. Oh, um irgendwas zu machen, also was zu verändern, denke ich mal, ne? Ja, also ich wollte nur sagen, der männliche Bart wird mein lieber Freund Wolfgang sein, den es im Real Life gibt, ja. Und hier, das Mädel da, das wird so dann ausschauen, ungefähr wie ich halt ausschaue. Ich hoffe, es gelingt mir. Der Hauttyp und die Haarfarbe passt ja schon mal zu meinem Wölfchen. Die Augenbrauen können wir auch lassen. Die Lippen eigentlich fast auch. Genau. Ihr seht hier, man kann hier unten Sachen auswählen. Wenn man jetzt F drückt, bam, dann können wir hier einzelne Sachen, ist jetzt grün, ne? Können wir da dann anklicken und verändern. Ich fange mal mit der Unterlippe an. Zack. Bisschen nach unten, dass man es so. Bisschen größer, ja, ja. Mal schauen. Könnte noch ein bisschen mehr sein, wenn es ist, aber... Ja, können wir dabei lassen. Annehmen. So ein tolles Lächeln. Ja, das hat mich schon vor vielen Jahren auch verzaubert. Und auch heute noch. Da ein bisschen runter noch. Wenn es geht, noch ein bisschen. Kann man lassen. Annehmen. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Ist die Nase schief bei ihm? Oder schaut es nur so aus? Naja, das macht ja nichts, ne? Er ist ja kein Schönheitskönig, braucht auch nicht sein. Die Nase, ne? Schauen wir mal. Was kann A? Aha, verstehe. Und mit D macht man das wieder rückgängig. Aha, wunderbar. Ich hätte es gern so, ehrlich gesagt. Ja, dann kann man sicher auch den Nasenrücken, also Umfang geht auch, S und W. Schauen wir mal. Aha. Ja, ich würde sagen so vielleicht. Ja, annehmen. So eine süße Nase. Ja, ich mag sie auch besonders gern. Es wäre mir lieb, wenn man da irgendwie... Die Größe vielleicht auch. Ah, ja, schau. Das ist fein. Ja, ja, er hat ein bisschen eine kürzere Nase. Meine hingegen ist doch um einiges länger. Annehmen. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Na, ich finde die passt genau. Kann man das da... Halt, Entschuldigung. Kann man das da reinziehen? Wieso? Ah, wahrscheinlich die Stirn da vorne. Warte sieht mal. Sieht gut aus. Ah, ja, ja. So ein bisschen. Ja, die Nase passt schon mal. Lippe, Nase haben wir schon mal. Dann die Äuglein. Hallo, schöner Mann. Ich meine, zu 100% kriegt man es nicht hin, ne? Aber es soll symbolisch da doch, wo es geht, an meinen lieben Schnuffel erinnern. Ja, das ist sein Spitzname, den ich ihm verliehen habe. Er ist mein Schnuffel. Und ich bin seine Schnuffeline. So. Schatz sagt doch jeder, ne? Mausi, Bärli, das sagt ja immer jeder. Deine Augen. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, als du mich gefragt hast. Ja. Wer kann diesem treuen, hübschen, süßen Blick denn widerstehen, bitte?
Also ich nicht. Keine Chance. So, da können wir böse schauen, tut er nicht. Nicht schlecht. Können wir das auch ein bisschen erhöhen? Ja. Ja. Hinten vielleicht auch ein bisschen. Geht das? Ja. Oh. Niedlich. Ja. Gefällt mir schon mal. Ich werde auch gleich die Frisur beibehalten. Wahrscheinlich. Die steht ihm nämlich echt gut, muss ich sagen. Aber schau mal, was es sonst noch gibt, ne? Aber, wo sind wir jetzt? Das ist mein kräftiger Mann. Ja, mhm. Auf alle Fälle. Hui, kann man eigentlich auch... Ah, okay, da kann man nur das ganze Kinn verschieben. Ich muss sagen, es gefällt mir eigentlich schon. Sicher, man, ich müsste eigentlich das Gesicht noch ein bisschen breiter machen. Das geht, Gesicht richtig unten. Richtig schön frisch. Vielleicht kann man hier noch was machen. Ah, das ist schon... Wie schaut das aus? Oh, ja. So attraktiv. Ja, kann man, muss man sagen. Nee, das kann man so lassen. Geht das, das geht, glaube ich, einzeln aber auch. So. Ja, ich glaube, das passt. Jetzt fehlt dann eigentlich nur noch ein Bart. Nicht schlecht. Hals. Ja, könnte eigentlich passen. Vormundfarbe, Kinn. Ach, warte, der gehört nochmal zurück, ne? So. Gesicht. Oder fällt es unter Gesicht? Können wir eigentlich schauen, ne? F nochmal. Der Bart, tatsächlich. Und ein hartes T. Jawohl. Entspannter Morgen. Er hat immer so ein 2-3-Tage-Bart, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht gibt es sowas ja hier. Warte mal. Bisschen so. Mannsbild. Abtrünnig. Achso, warte. Wir sind hier ganz oben, ne? Passt schon. So, so, so. Nein. So ein 3-Tage-Bart, wenn er... Nein, um Gottes Willen. Nein. Ah, ich glaube... Wo? Oh, nein. Harter Typ. Playboy. Was gefällt mir denn besser? Da würde mir fast Playboy gut gefallen. Der Bart gefällt mir. Ja, gell? Sagst auch. Ja, das könnte schon passen. Ja, gefällt mir. Sehr schön, die Augenfarbe passt. So ein schönes, herrliches Braun, wie er immer hat. Die Haare, genau, die Haare wollte ich noch schauen. Der Stil. Was hätten wir denn alles? Schauen wir mal von oben nach unten. Hui, hui, hui. Um Gottes Willen. Nein, ist noch viel zu früh. Noch viel zu früh. Ist noch zu früh. Nein. Nein. Auf keinen Fall. Nein. Wie schaut denn das aus? Aha, nach hinten geschleckt. Okay. Nein. Nein. Also um Gottes Willen, mein Mathelehrer hat nie so ausgeschaut. Also die Frisur, der hatte volles Haar. Eher wie so. Also voll und ja. Lass mal das. So, nein, nicht wirklich. Nein. Nein. Nee. Nein. Nein. Na, das ist zu brav. Vollzeitjob. Aha. Rebell? Ja, so schaut er aus, wenn er in der Früh aufsteht. Zottel? Nein. Nein. Ja, die gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Aber Schmalzlocke, Gottes Willen. Nein, zu lange Haare. Nein, zu viel nach hinten. Nein. Zu lange Haare. Er ist kein Sarasa. Nein, gepflegt ist gut. Die gepflegt. Neue Frisur steht mir wirklich gut. Ja, gefällt mir auch gut, Schatzi. Somit sind wir eigentlich mit dir fertig. So, jetzt möchte ich aber gerne... Oder warte, gibt es noch was? Körper, tatsächlich, B, der Körper. Ja, er ist schon ein starker Bursche. Ist halt ein steirer Bur, ne? Aber trotzdem, er ist ein bisschen beleibter. Ja. Ja. Ja.
Gefällt mir. Ist gut, nehme ich an. Ja, nehme ich an. Ja, gerne. Wie gesagt, zu 100%, ne, kannst du so nicht nachbauen. Wir sind nicht bei Sims, ne, wenn ich mal das so sagen darf. Aber so im sinngemäß, sage ich mal, gefällt er mir sehr gut. Fisch, Fisch. Dann würde ich sagen, nicht auf erledigt klicken, ne? So viel bin ich schon draufgekommen bei meinen Forschungsarbeiten, sage ich mal. Denn dann bleibst du bei dem Char, den du zum Schluss, also der gerade hier in den Spiegel schaut, den spielst du dann. Da ich aber die Frau spielen möchte, werde ich jetzt das Geschlecht jetzt bin wechseln. Ich dran, Großer. Ja, rück mal ein Stück. Ja, Wölfchen gefällt mir sehr gut. Ich weiß, er heißt hier nicht Wölfchen, aber es ist einfach, nehmt es einfach als Spitzname, ne? So, ich bin dran. Wie sieht es eigentlich hier damit aus? Die Form wird wahrscheinlich gleich bleiben, ne? Ach du Heilige. Nein. Ich hätte halt gern ein ründlicheres Gesicht, aber ich fürchte, die erste Dame hätte schon gepasst. Ja, so passt es am besten als Grundschema. Auch von den Wangenknochen her, hier die leichte Wölbung nach innen, die ich da ja habe. Also ich würde mal sagen, boah, ich bräuchte fast ein Foto, ne? Von mir selber. So, drehe ich mal auf das, nein, warte so. Ich will das reinziehen. Achso, verschiebe ich jetzt das ganze Kinn? Ich hoffe nicht. Tun wir mal abbrechen vielleicht noch? Ich glaube, ich habe gerade das Kinn verschoben. Aus Versehen. Nein, nur den einen. Boah, schwer anzuklicken. Ja. Aha. Da habe ich jetzt die Wangenknochen wahrscheinlich erwischt. Ja, ja, genau. Meine Güte. Vielleicht ist sie jetzt besser. Du bist schön, weißt du das? Oh, danke. Dafür kriegst du nächstes Wochenende wieder Pizza. Deine Leibspeise, Häschen. Nein, nein. Nicht Wange, ich will schlecht. Da unten. Warte, gar da. Nicht schlecht. So. Kinnbacke unten. Die ist bei mir nämlich immer ein bisschen nach innen. Das schaut komisch aus bei mir, ich weiß, aber das ist halt so. Ich habe so ein Gesicht. Ja, und ich bin stolz drauf. Mhm. So, annehmen. Hast du auch diese Lippen an? Oder mach das nur ich? Derweil machst du es nur du, ich bin noch nicht so weit. So. Die Wangenknochen, die müssen allerdings, die müssen raus. Ein bisschen größer und ich glaube so ungefähr. Kann man die so vielleicht? Oh, das schaut ein bisschen zu viel aus, ne? So vielleicht? Das ungefähr könnte es passen. Ungefähr. Warte, probieren wir es da vielleicht noch. So. So ungefähr. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Annehmen. Oh ja, das geht. Das Allerschwierigste ist meine Nase. Meine Nase ist speziell. Die ist so speziell, dass ich mir da oft schwer tue. Aber schauen wir mal. Gehen wir mal. Hoppala. Verdrückt. Schauen wir mal, ob sich da was tut. Ich müsste nämlich da so einen Haken reinbekommen, irgendwie, wenn es möglich ist. Aha, da verstehen wir jetzt nur die Größe. Nase komplett. Süßer, wie gefällt meine Nase, oder? Ich hätte gern, geht's auch Nasenrücken? Da. Hahaha. Da ist sie. Warte, können wir da was machen? Ah, warte mal. So. Ich werde schauen, hat nein. Deine Nase. Achso, falscher Knopf. Hoppla. Peinlich. Nein, nicht komplett. Ich will den Rücken haben. Den Nasenrücken. Auf zu wackeln. So. Also, tut sich was? Ja, da kommt das schon, mein Haken. Sehr gut. Können wir da noch SW, geht da? So ungefähr. Ja, wie gesagt, zu 100% bringen wir es nicht zusammen wahrscheinlich, aber
Vielleicht doch, zumindest ein bisschen. So. Tut sich was? Ich hoffe, es tut sich was. So, annehmen. Sieht gut aus. Dann will ich... Warte, nein. Ich will hier dieses Teil, wenn es geht, ein bisschen nach innen. Ja, das schaut schon nicht so schlecht aus. Passt. Du siehst so schön aus wie am ersten Tag. Nein, du bist zu lieb. So, nein, falsche Richtung. So, oh, oh ja, ja. Ja, so, ein bisschen so können wir es mal machen. Kann ich die Maus... Ja. Ja, ich schaue speziell aus. Es ist einfach so. So vielleicht. So. Vielleicht. Vielleicht so. Ich glaube... Ja, das symbolisiert meine spezielle Nase gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Annehmen. Hm. Ja, gefällt mir. Aber das noch nicht so ganz. Der Rücken, nein. Ich will hier irgendwie die ganze Nase, wenn es geht. Kann man sie ein bisschen erhöhen? So. Ich glaube, das passt nicht so schlecht. Dann wäre gut, der Umfang. Oh ja, das ist der Umfang, okay. Ja, so denke ich, ist gut. Ah, war, was mache ich da? Langsam. Falsche Taste. Jo, das ist nicht so schlecht. Das kann man lassen. Annehmen. Sieht gut aus, Schatz. Gell? Nicht so schlecht. So, die Lippe-Lines. Die könnten eigentlich schon fast passen. Glaube ich mal. Kann man die noch irgendwie... Oh. Seine Lippen gefallen mir echt gut, muss ich sagen. So vielleicht. So. Wie schaut's aus? Wo? Wo? Kann man lassen. Sehen auch immer gut aus. Ja. Und hier? Da habe ich, glaube ich, dünnere. Nein, ein bisschen weniger. Ich würde sagen, so vielleicht. Ich glaube, das können wir fast so lassen. Shauna, dein Lächeln. Wusstest du das? Ach wirklich, meinst du? Warte, annehmen. Genau, die Augen, meine Äuglein. Ich glaube, unten passt's. Oben wäre vielleicht noch ein bisschen... Ich finde, Shauna hat meine Augen. Oben vielleicht noch ein bisschen höher. Na, höher. So, ja. So. Ist zu viel hoch, glaube ich. Ein bisschen nach unten. So vielleicht. Popel sind keine da. Nein, nein, alles okay. Passt. Annehmen. Du hast wirklich die schönsten Augen, in die ich jemals geschaut habe. Dabei stimmt die Farbe nicht einmal noch. Die wir aber gleich ändern könnten mit C. Alter Schwede. Die nehmen wir. Du hast die schönsten Augen der Welt, ja. Entschuldigung. So. Also, ich habe eher blau-gräulich. Also so, ja, die wären schon nicht so schlecht. Aha. Grün? Nee. Ich glaube, da ist Stahl gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir Stahl. Sieht immer gut aus. Ja. Stahl gefällt mir gut. Dann sehe ich gerade hier Augenbrauen. Die können wir ein bisschen hoch tun. Schaut das noch was gleich? Ja. Nicht so schlecht. Alles okay. Alles gut. Noch immer gut. Ja, noch immer gut. Annehmen. Sieht gut aus, Schatz. Die Augenbrauen. Können wir die auch ein bisschen heben? Nur ein bisschen, ja. Weil ganz so finster schaue ich normal nicht rein. Also hoffe ich halt. Annehmen. Sieht gut aus. Ja, kann man lassen. Dann, hui, da hinten. So. Nee, eher mehr so. Ja, so. Fein, das haben wir auch. Annehmen. Du bist so schön. Moin, danke. Hör auf, ich werde dich ganz verlegen. Der Haarstil, was haben wir denn da alles? Schauen wir mal durch. Wir haben... Ach, du Heilige. Nein, nein, also ich habe dünnes Haar, ja. Das ist eigentlich recht typisch für einen Rotschopf wie mich. Naturrotschopf, muss ich sagen. Aber so dünnes Haar habe ich noch nicht.
Nein, könnte ein bisschen länger sein, könnte ein bisschen länger sein, mehr. Sind das die gleichen Frisuren, die der Mann hat? Ich meine, ist ja wurscht, aber ein bisschen länger, geht das noch? Schweißerin, okay. Anspruchsvoll, ziemlich sexy. Ah, ja. Okay, Bob. Nein. Ein bisschen länger noch, wenn es geht. Nein, nicht. Nein, mehr Haare, also lang. Im Herzen jung. Hoppala. Ich wollte nur das Gesicht drehen. Ach so, das ist... Aha, so. Okay. Jetzt sehen wir es ein bisschen von der Seite auch. Nicht unbedingt. Nicht meins. Akte X. Ernsthaft? Okay. Fräulein Noah. Abendfrisur. Elegant. Das letzte dann. Ich habe den besten Friseur. Wirklich. Naja, ich habe jetzt eigentlich nichts viel geändert, ne? Noch. Also, dann haben wir noch C, die Farbe. Ja, bei mir ist es eigentlich, also kein Kupfer, bei mir ist es eigentlich so ein Rotbraunton. Mal schauen, ob es sowas hier gibt. Platinblond, nicht ganz, nein. Hell, dunkel, nein. Gelbbraun, so, nein. Fuchsig. Oh, die wäre gut. Ja, nein, die ist neue gut. Haarfarbe? Ja, in der Tat. Meine nehme ich. Augenbrauen innen, können wir da auch die Farbe ändern? Nein. Achso, meine Hautfarbe kann man ändern. Nee, blass. Hm. Blass bleibt. Also das ja, passt schon. Gefällt mir. Blass passt. Auch die Lippenfarbe finde ich recht gut. Das passt zu meinem blassen Teint. Ja, es ist halt, wie gesagt, Rotschopf und so, ne? Also ich glaube, also ich bin mit mir jetzt echt schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Gibt es denn eigentlich Extras? Genau. Gibt es Sommersprossen? Male? Ja, oh ja. Oh Gott, so intensiv? Ah, da kann man die Intensität, genau. Die Intensität, nein, passt schon. Die Stärke einstellen. So, einmal hier. Achso, warte, wie? Annehmen mit E. Achso, das ist dann fertig, ne? Mit Space nehmen wir das mal. Okay. Also so. Ja. Aber die Stärke gefällt mir noch nicht. Die muss weg. Also so stark habe ich sie nicht. Oh, das ist zu viel gewesen. Ich würde sagen, schauen wir mal, wie es bei 50. Ja, da vielleicht gerade hier ein bisschen mehr. Vielleicht 70. Na, so. Oder doch 60. Ich glaube, 60 ist gut. Ja. Dann die hier, weil sie gerade über meinen Wangenknochen sind. Oh ja. Hoppla. Geht. Die will ich auch haben. Die tue ich ein bisschen stärker lassen. Auf 70. Ja. Ja. Und die auf den Kopf oben. Ich nehme die alle mit, weil ich habe wirklich viele. Aber die tue ich wieder mehr abschwächen. Die sieht man nicht so unbedingt. Also nicht so stark. Vor allem im Sommer eigentlich nicht so stark. Na, so. Ja, die können wir so lassen. Ja, gefällt mir recht gut. Nein, Leberflecken habe ich eigentlich keine. So. Annehmen. Schatz, du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Mei, du bist so ein Sierser. Echt, wirklich. Boah. Das nehmen wir mit. Nein, ich bin eigentlich eher mehr der schminkfaule Typ, sage ich jetzt mal. Das passt eigentlich so. Können wir eigentlich wieder weggehen von hier. Schaden. Was ist mit Schaden? Ich meine im Hirn, ja, okay, bei mir könnte es sein. Nicht schlecht. Aber... Gar nicht schlecht. Nee, oder? Muss ich jetzt nicht... Boah. Nee, also eigentlich... Gottes Willen, nein. Nein. Schaden, das hört sich voll gemein an eigentlich. Aber wenn es gibt, ich würde gerne so ein Wimmerl hätte ich gerne. Blauer Fleck, genau, auf die Nase, jawohl. Das war mein Mann, nein, blaues Auge, das ist perfekt. Mein Mann hat mich geschlagen. Ja, er ist so ein Schwein. Nein, Spaß. Um Gottes Willen, das würde er nie machen. Nee, nee. Also Schaden bleibt weg. Make-up braucht man auch nicht. Makel. Was ist ein Makel? Ach du Heilige.
Ja, so schaue ich aus, wenn ich die ganze Nacht durchmache. Let's Play und so. Nein, oder? Nein, nein, nein. Wenn ich zu viel Schokolade esse, ja, dann kann es schon mal sein, dass sowas auftaucht. Aber dann muss ich wirklich richtig, also... Und ich bin eigentlich nicht mehr so der Schokoladenesser, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Kind, Gott bewahre, da war keine Tafel vor mir sicher. Aber jetzt muss ich sagen, ein Stück, wirklich maximal ein Ripperl. Und ich habe mehr als genug für die nächsten ein, zwei Monate, wirklich wahr. So, ja, ja. Nee, das lassen wir auch weg. Das ist schon gut so. Ja. Das ist schon gut so. Das passt so. Ich habe ja eigentlich hier an der Stelle, also rechts, oberhalb der Lippe, habe ich eigentlich so ein Mal, so ein Wimmerl, wenn man möchte. Aber ja, ist halt nicht. Macht ja auch nichts. Kann ich bei dir noch was optimieren, Schatz? Ich glaube fast nicht. Er hätte zwar im Gesicht zwei Muttermale, aber die gibt es hier so in der Form nicht. Leberflecken ist nicht dasselbe. Dann würde ich sagen, wir sind hier fertig. Dann können wir. Ja, ich weiß nichts zum Aussetzen. Also dann gehen wir es an. Zurück. Nanu? Zurück. So, ja. Körper, genau. Der Körper. Auch ich bin eine etwas mehr beleibtere Dame. Nicht zu sehr, aber doch. Ich glaube so. Boah. So in etwa, glaube ich. Ja, das ist fein. Das ist lieb, dass du dich umdrehst. Ja, ich glaube. Ja. Kann ich eigentlich so stehen lassen. Passt so. Ja, annehmen. Feine Sache. So, Schatzi ist fertig. Ich bin fertig. Gut, dann machen wir mal auf erledigt. Charakter bestätigen. Gerne. Fein. Unser trautes Heim, eine hübsche, moderne Dusche und wie jede Dusche, aha, die wurde gerade benutzt. Also wirklich, Wölfchen, ne? Die tropft. Kann man sie zum Tropfen ausmachen? Nein. Ist das Seife? Das dürfte Seife sein. Aber wir können hier leider noch irgendwie nichts nehmen oder so, ne? Naja, okay, was sollen wir jetzt eigentlich mit einer Zahnbürste machen? Die liegt hier eigentlich eh sehr gut, ne? Findest auch, ne? Jo. Schön geputzt alles. Miss Curry ist leer. Sehr schön. Handtücher, frische Handtücher. Mal ein bisschen die Haare bürsten. Oh, ich mach die Haare schön. Ich mach die Haare schön. Ja, ja. Halt, was? Türe schließen. Nein. Er wird bald nachkommen, denke ich mal. Schauen wir uns mal die Gegend ein bisschen an. Da ist unsere Abstellkammer. Mit Besen und... Ja, das ist natürlich, das brauche ich. Ein Schamadel, wie es bei uns heißt. So eine kleine Stufe. Oder hier so kleine. Ach nein, das sind Sesseln, oder? Ich dachte schon, das wäre zum Draufsteigen so ein Dings. Eine Stehleiter, eine kleine. Weil die brauche ich immer. Also, ja. Um an obere Schränke ranzukommen, brauche ich eine Stehleiter. Das ist halt bei mir so. Können wir zumachen. Zack. Was haben wir hier? Unser Baby, glaube ich, ne? Ist da drin, unser Sean. Schöne Bilder haben wir da. Schöne Vasen. Oh, da setze ich mich glatt mal hin. Ah, ja. Ja. Alles schön staubfrei. Ich muss sagen, so ein Hausroboter ist schon was Feines, ne? Da kannst du richtig schön die Füße hochlegen und der Roboter macht alles. Das ist halt schon toll. Zumindest glaube ich, dass es einer war. Das Gerät, was da kurz in der Küche aufgeschienen, also... da im drüberen Raum da war. Schöner Radio. Wir sind Amerikaner. Jawohl. Ehrliche Bürger. Eine Kamera. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Haben wir immer noch nicht getan? Alter. Gut Ding braucht Weile, heißt es immer, ne? Schön Koffer. Ich bin so stolz auf ihn. Ja, mein Wölfchen. Das ist wohl wahr. Blaues Kleid. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Naja, du kannst dich umziehen, wenn du möchtest, ne? Also, wenn ich das will. So, also dein Unterbewusstsein, ne?
also ich. Dann machen wir den Kasten zu, dass kein Staub reinkommt. Wobei, wie soll hier Staub reinkommen? So schön, wie es hier ausschaut. So. Mal kurz kratzen, Entschuldigung. So. Bauklötze. Hm. Entweder wird er ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Ja, das sehen wir dann, ne? Ob er mir ein Hau drauf ist oder ob er, ja. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Autofahren lernt. Ja, und bei euch gibt's den L17 noch nicht, ne? Ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Führerschein mit 18 gemacht. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Ja, da steht schon mein Gerät, mit dem ich immer zur Arbeit fahre, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch gern gehabt, wenn meine Eltern oder wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, L17 machen zu dürfen. Bei mir war es gerade so, ich bin circa, 2, 3 Jahre, glaube ich, zu spät dran, um L17 nutzen zu dürfen. Das kam leider erst nach meiner Fahrschulzeit, aber ich hätte es echt gern gehabt, muss ich sagen. Man bekommt so viel mehr Praxis, man ist so sicherer im Fahren. Naja, sofern einem die Eltern halt, ne, mit Anstand das Fahren beibringen, sage ich mal. Ein Sollte Baseball. Sollte mir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Ja. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber Sean wächst da schon noch rein. Ja, kann ja mal der Papa dabei anziehen, ne? Und der Sean kann ja den kleinen Baseball da, kann ihn ja zuschmeißen. Na, was machst du denn am Boden? Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Das frage ich mich gerade auch. Bist du schon stark genug, dass du Teddybären durch die Gegend schmeißen kannst? Na, ein kleiner Hulk oder so, hm? Was haben wir da? Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist? Das ist eine gute Frage. Das fragen sich, glaube ich, alle Eltern. Ja, Special. Wo skillt er sich hin? Intelligenz, Stärke, was weiß ich. Was haben wir da? Schau mal, ein Mobile. Na, das gefällt dir, oder? Na, wie fühlst du dich, mein Kleiner? Hm? Gucci, Gucci, Gu. Ja, du bist ein ganz ein Lieber. Ein ganz ein braves Baby. So. Jalousien sind runter, damit die Sonne schon nicht blendet. Was haben wir hier drin? Alles schön zusammengeräumt. Boah, wenn ich denke, wenn ich in meinen Kasten denke, ja. Das wäre, das grenzt dann an ein Horrorspiel. Na fein, ich sehe auch gerade, der Part ist dann auch bald zu Ende, ne? Oh, hier waren wir noch nicht drin. Was haben wir hier? Ah, Waschmaschinen und Trockner. Das soll Cotsworth erledigen. Echt wahr? Das macht er auch? Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Okay. Also Hausroboter und so, ne? Das wäre gut, wenn sie das dann mal erfinden. Für gewisse Hausfrauen, oder Hausmänner auch, ne? Ich meine, du kannst dann echt chillen, ne? Du kannst heimkommen, du kriegst dann wahrscheinlich noch einen Kaffee oder so serviert, ne? Und ist immer freundlich und nett und bedankt sich vielleicht noch für die Arbeit. Abraxo, wenn es richtig sauber werden soll. Aha, ja, bei uns sind es zum Beispiel, was weiß ich, ich benutze gern Persil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe das Persil, wirklich, es riecht so gut und wurscht. Also ich kann weiße Wäsche reinhauen, bunte Wäsche reinhauen, bei mir hat sich noch nie was verfärbt, wirklich, niemals nicht. Könnte aber auch sein, dass vielleicht diese Restfarbstoffe schon lange draußen sind, aber überhaupt, es hat sich auch bei neuen Klamotten nie irgendwas verfärbt. Hallo. 78,6 Grad Celsius, perfekt gebrüht und die neue Zeitung gerade reingekommen. Du bist echt super, wir können da echt was trinken. Na dann, auf euer Wohl. Hm, du bist echt perfekt. Cotsworth. Hm. Du hättest irgendwie einen schöneren Namen verdient. Ich danke dir. Was haben wir hier? Grognack-Comic. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Ja. Oh, Babywand. Nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean.
Ich danke dir. Ich war anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Cotsworth haben. Ja, der macht es super. Moment. Fängt der etwa schon zu kochen an? Ich brauche hier gar nichts mehr tun. Alter, was ist das für ein Mixer? Also das schaut eher aus, also ganz ehrlich, ich weiß, es wird sich nur das vordere Teil da bewegen, aber wenn das Teil loslegt und da oben rotieren anfängt, ist die Schüssel nicht mehr da, sondern da hinten irgendwo. Mitsamt dem Inhalt. Das gibt leckeren Kuchen scheinbar, vielleicht so einen Apfelkuchen. Oh, ich liebe Apfelkuchen, vor allem Apfelstrudel. Boah. Ich muss aufhören, kriegst du wieder Hunger. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Aha, okay. Den werden wir uns aber im nächsten Part anhören, denn unsere 40 Minuten sind ja leider schon vorbei. Also dann, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich an dem Ganzen. Wir werden viel zu entdecken haben. Und ja, ich werde mich auch Zeit lassen. Also, gut Ding braucht Weile, heißt es auch immer. Kein Stress. Wir kriegen das alles hin. Wir werden alles erkunden, alles anschauen. Alles mitnehmen, auch was geht. Momentan können wir ja nichts mitnehmen, aber vielleicht ändert sich das noch. Das muss man ihm lassen. Ja, ich komme ja gleich, ne? Frauchen ist gleich da. So, naja, jedenfalls. Ihr Lieben, das war der erste Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!